Nein, ich bin noch gemutet. Einen schönen guten Abend. Und willkommen zu Folge 16 von Taiji. What happened previously on Taiji? Was haben wir denn gemacht? Wir haben zuletzt das geheime Areal beendet. Und haben uns dann noch nach ein paar Geheimnissen umgeschaut und haben ein Geheimnis gefunden, und zwar das der komischen Plattform mit der Tür, mit dem Leuchtergedöns. Da haben wir dann ein bisschen mit angefangen und sind hier beim letzten Rätsel kurz vorm Ziel stehen geblieben. Dann ging mir die Zeit aus. Ja, ich würde sagen, da machen wir weiter. Ich würde aber fast sagen, dass wir hier nochmal von vorne anfangen, weil da stand ich ja eh ein bisschen auf dem Schlauch und vielleicht könnte es mir helfen, da nochmal neu loszulegen. Ansonsten, ich war nach dem Stream, habe ich nochmal kurz offstream in Taiji reingeguckt und bin nochmal einmal so grob über die komplette Insel gelaufen, um zu gucken, ob ich noch irgendwelche komischen Sachen übersehen habe. Und da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass ich so zwischendrin so ein paar Plättchen hatte, die nicht abgeschlossen waren. Das sieht man ja immer, ob die Plättchen hier weiß sind oder schwarz. Und da waren auf jeden Fall ein paar schwarze Plättchen so zwischendrin. Und die habe ich dann nochmal gelöst. Da habe ich wahrscheinlich irgendwie im Stream irgendwelche Sachen gezeigt und die dann deaktiviert, die Rätsel. Weil wir werden ja wahrscheinlich irgendwie versuchen müssen, alle Rätsel abzuschließen, damit wir dann das zweite Ende bekommen, auf das ich ja theoretisch hinarbeite. Aber ja, wir gucken mal rein, was wir hier noch so haben. Und ich glaube, wir fangen wirklich von vorne an und krempeln das Ganze nochmal auf. Also, wir haben ja gesagt, von der Mitte ausgehend. Da das hier nicht aktiviert ist, müssen eigentlich alle vier Felder ringsherum markiert sein. Das macht dann schon mal das hier. Hier ist auch so ein Ding, das will auch alle um sich herum markiert haben. Also muss das so aussehen. So, der hier möchte auch alle um sich herum markiert haben. Also muss der so auch aussehen. Okay. So, der hier ist jetzt dadurch schon von drei Dingern umzingelt, deswegen muss der hier demarkiert bleiben. Aber der hier ist noch sauer. Das würde aber nur gehen, indem ich den hier markiere, den hier markiere, den hier markiere, aber dann ist der sauer. Das heißt, ich kann eigentlich nur hier setzen. Was ja eigentlich auch ganz gut ist. So, und da die beiden hier schon gesetzt sind und die auch nicht zur Debatte stehen und ich drei in der gleichen Farbe markieren muss wie das Feld hier, bleibt mir eigentlich nur die Möglichkeit, den hier auch zu markieren und den auch. So. Das heißt eigentlich schon mal, dass wir dieses Gebilde so schon mal bei allen dreien eigentlich nachzeichnen können müssten. Damit die bei allen drei, allen vieren identisch aussehen. So, hier kommt jetzt noch dieser hier dazu. Also müssen wir den auch bei allen hinzufügen. So. Jetzt ist ja eigentlich die Frage, wozu mache ich eigentlich den ganzen anderen Quatsch? Weil bei dem könnte ich jetzt zum Beispiel sowas einfach machen, dann wäre das nicht Teil der Form, der wäre aber trotzdem zufrieden. Bei dem könnten wir das auch machen. Bei dem könnten wir das auch machen. Nur bei dem können wir es nicht machen. Achso, der hier oben hat auch noch ein Problem. Der könnte entweder nach unten. Könnte er nach unten? Nee, weil das der hier ist. Das heißt, der kann eigentlich nur noch nach da.
Würde bedeuten, bei denen muss überall noch einer dran. Sollen wir das hier erstmal wieder wegmachen? Das hier machen wir auch besser nochmal weg. So, das heißt, der hier muss noch mit dazu. Wo ist jetzt noch das Problem? Achso, jetzt ist automatisch der hier noch dazugekommen, weil der da schon war. Das heißt, den müssen wir auch bei allen hinzufügen. So, jetzt sind wieder alle vier Striche sind wieder identisch. Aber wir haben ja immer noch ein paar Leute, die unzufrieden sind mit dem, was wir getan haben. Wenn ich jetzt den hier markiere, wäre der fein. Wenn wir das jetzt bei allen nachmachen, ist der hier auch fein. Sind jetzt alle fein bis auf der? Dann ist es doch das schon, oder? Ah, da darf ich aber nicht hin. Den hier darf ich nicht einsammeln. Der ist weird. Das ist richtig weird. Haben wir denn mit dem hier eine andere Option? Musste ich den denn machen hier? Eigentlich ja nicht zwingend. Vielleicht machen wir den noch mal kurz weg. Wenn wir stattdessen den hier machen, wäre der eigentlich auch zufrieden. So, jetzt sind eigentlich alle zufrieden, bis auf die zwei da. Aber wenn ich jetzt den hier wieder markiere, macht ja eigentlich keinen Unterschied, ne? Dann sind die wieder okay. Der hier hat aber wieder ein Problem. Dann dürfte der hier nicht mehr markiert sein. Aber das hatten wir doch gerade. Hatten wir nicht? Wir hatten doch gerade genau das. Okay. Wir hatten genau das bekommen. Was ist mit dem? Wo kam der hier her? So, den brauchen wir von da. Und wenn wir hier jetzt noch einen... Oh, das sieht doch ganz gut aus eigentlich. Wenn wir hier jetzt noch einen runtergehen... Ach shit, warum habe ich denn den jetzt weggemacht? Jetzt dürfen wir den wieder nicht. Keine Ahnung, warum ich den jetzt hier. Shit. Den durfte ich gar nicht wegmachen. Aber den hier kriege ich ja eh wieder nicht weg. Jetzt haben wir nur noch eine Form, die unzufrieden ist.
Ja, die Alternative ist halt auch scheiße. Wenn ich den jetzt nicht... Nee. Ich meine, das hier stört ja eigentlich niemanden. Das werden wir den noch machen. Aber den hier stört doch eigentlich auch niemanden. Was ist jetzt sein Problem? Wir den nehmen, den dürfen wir nicht nehmen. Dürfen wir den nehmen? Yes. Okay. Wir haben eine Lösung gefunden. Aber wieder mal ist nichts passiert, was uns hilft. Das ist schade. Naja, egal. Hauptsache Road to 100%. Würde ich sagen, ist der Bereich und dieses Extragebiet auch schon mal abgeschlossen. Jetzt gucken wir mal in unser Heftchen noch rein. Was wir sonst noch so haben. Also, Tür haben wir gelöst. Ich weiß halt nicht, ob es langsam Sinn macht, irgendwie dieses komische, diesen Finalbereich erstmal anzugucken, wo ich im Moment noch gar keinen Plan habe, was ich da machen soll. Und da ein paar Notizen machen. Und anhand derer dann irgendwie nach Sachen Ausschau halten, die verdächtig sind. Also eine Sache, die ja definitiv noch verdächtig ist, ist die hier unten. Und zwar haben wir hier dieses komische Gebilde, was wahrscheinlich so ein, ja, so ein Blätterdach sein soll, sollte, war, wie auch immer. Und es ist sehr verdächtig, dass hier an der Stelle in der Mitte so Markierungen sind in Gelb und Violett, die halt an diese Blümchen hier erinnern. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch noch an irgendwelche anderen Sachen erinnern, aber... Das ist zumindest mein erster Guess. Das ist auf jeden Fall noch irgendwie verdächtig. Das habe ich mir aber auch notiert. Und die Frage ist dann vielleicht, ob unser Finalrätsel irgendwie dazu passt, zu diesem Gebilde. Hier im Baumgebiet habe ich mir eigentlich nur... Oh, warte mal gerade. Sind die... Ist der Weg ein Ast? Sind die Wege vielleicht ein Baum? Wenn ja, zählt der hier mit? Ist der eigentlich, ne? Die Wege hier sehen auch aus wie Äste. Das, was ich mir eigentlich notiert hatte, war das Gebilde hier mit den komischen... Mit den komischen Büschen und so.
dass die hier so in Rot sind und so in so einer Formation sind. Aber jetzt, wo ich gerade hier so ein bisschen drüber gucke, habe ich das Gefühl, der Weg an sich soll irgendwie einen Baum darstellen. Dann ist das hier vielleicht unser Baumstamm. Und dann gehen hier verschiedene Äste ab und dann müssen wir da wieder gucken. Das können wir uns auf jeden Fall auch mal merken. Oder ich notiere es mir vielleicht direkt. Ist der Weg ein Baum? Fragezeichen. Okay, dann haben wir hier jetzt theoretisch schon zwei verdächtige Sachen. Hier haben wir natürlich auch noch diese ganzen Blumen, die wir beim letzten Mal, habe ich mir auch aufgeschrieben. Aber hier komme ich jetzt erstmal nicht weiter. Dann, wie gesagt, das Ding da unten rechts haben wir noch. Aber ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass es irgendwie mehr Sinn ergibt. Das Ding hier habe ich mir auch schon rausgeschrieben. Als ich hier einmal kurz über die Insel gelaufen bin, habe ich mir notiert, dass hier so ein auch ein bisschen verdächtiger Weg ist, der so hier schräg rechts runter, hoch, rechts, hoch, zwei rechts, zwei runter, zwei rechts, zwei hoch, eins rechts, zwei hoch, eins links, zwei hoch. Eins rechts, zwei hoch. Vielleicht sollte ich mir das auch nochmal ein bisschen genauer aufschreiben. Machen wir nochmal eben. Nehmen wir uns nochmal die Zeit. Jetzt geht's ja hier eh ans Eingemachte. So, dann hier wieder runter. Zwei rüber. Zwei hoch. Eins rechts. Zwei hoch. Eins links. Zwei hoch, eins rechts und theoretisch noch mal zwei hoch. Sind ja auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen, die vielleicht helfen sie auch nicht. Mal gucken. Wieso genau führt hier eine Treppe? Führt die runter oder führt die hoch? Was ist das denn für eine Treppe eigentlich? Achso, die führt hier auf diesen Zwischenweg. So, hier unten ist, glaube ich, nichts mehr. Ich weiß aber nicht, vielleicht ist hier... Oh. Die Mine. Okay. Ich weiß jetzt halt nicht, wie verdächtig sowas ist. Jetzt haben wir hier auch wieder so ein bisschen Schachbrettmuster, auf dem dann noch die Zugstrecke ist. Geht der Weg hier weiter? Weil komischerweise habe ich mir ja gerade mit dem Gras eingezeichnet, dass hier der Weg auch an der Spitze so abgeschnitten ist. Und hier eigentlich auch. Können die Sachen hier aneinander gesetzt werden?
Wie nennen sich denn diese Schienen nochmal? Oder schreibe ich einfach Schienen hin? So, das würde bedeuten... So, dann... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, theoretisch. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hallo, Obi. So, dann geht's 4, beziehungsweise nee, 3 zur Seite. 1, 2, 3. Wie geht's dir, Obi? 2 runter. 1 nach links. 1 runter. Noch 1 runter. 1, 2, 3 nach rechts. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei, naja, wahrscheinlich vier nach oben. Weiß man nicht. Kann ich das irgendwie sehen? Anderer Kamerawinkel. Eins, zwei. Also ich würde ja sagen drei mindestens. Also entweder geht's hier weiter oder es geht hier weiter. Und dann probably wieder hier. Eins noch da. Und so. Was zählen wir? Also wir haben gerade, ich habe gerade das letzte Rätsel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wir hatten ja so einen versteckten Bereich nochmal gefunden. Das Rätsel habe ich gerade eben gelöst. Und jetzt habe ich so ein bisschen erzählt, wir haben ja jetzt noch einen Bereich offen, wo ich gar keinen Plan habe, was kommt. Und ich denke mal, das ist jetzt werden wir so ein bisschen in die Meta-Ebene gehen. Und da habe ich gerade erzählt, so ein paar Sachen, die mir schon auf der Insel aufgefallen sind, die ich mir notiert habe. Und eine Sache, die ich halt ein bisschen verdächtig fand, war dieser Weg hier. Den hatte ich mir schon mal grob aufgezeichnet, aber jetzt habe ich den gerade nochmal, weil ich hier halt auch sehe, dass hier so Striche sind. Also man so ein bisschen so kachelig. Deswegen habe ich das jetzt nochmal in so Käsekästchen, Matik kariert, nochmal nachgezeichnet. Und als wir dann hier auch noch kurz reingeguckt haben, ist mir dann aufgefallen, dass der Weg natürlich auch ein bisschen verdächtigt wirkt, wie die Schienen hier platziert sind. Und auch, dass hier auch wieder dieses Muster ein bisschen auftaucht. Deswegen habe ich das auch jetzt gerade mal mit notiert. Für den Fall, dass wir das noch irgendwie brauchen. Ich weiß nicht, ob ich dich das jemals gefragt habe, Obi. Und ich weiß auch nicht, ob du das überhaupt erzählen möchtest. Aber darf man fragen, in was für einem Bereich du arbeitest? Vielleicht hast du es sogar schon mal erzählt und ich habe es nur wieder vergessen. Das ist auch nicht unwahrscheinlich. So, hier haben wir auf jeden Fall ein Dach in einer Z-Form. Ja, aber ich hoffe, du kannst den Arbeitstag hinter dir lassen und dass es auch nichts ist, irgendwie was sich noch tiefer festsetzt. Und dann morgen hoffentlich wieder alles gut. Stromnetzbetreiber, okay, da habt ihr auf jeden Fall gerade gut zu tun, ja. Fortsetzung folgt morgen, okay. Ich habe ja einen Stromnetzbetreiber als Kunden, von daher kriege ich da ab und zu mal so ein bisschen Einblick zumindest, weil ich für die dann irgendwas für die Website machen muss. Aber ja, das weiß man natürlich auch als Konsument. Was ist das denn?
das da so... Warum ist hier... Ist das ein Grafikfehler oder... Ah, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Okay. Aha. Aha, aha, aha. What a coincidence. Okay. Dach, Solar, hier ist auch natürlich Stromnetzbetreiber und haben wir hier so Solaranlagen auf dem Dach. Tut mir leid, Obi, ich hoffe, das reißt sich nicht zu sehr in die Arbeit rein. Wie viele haben wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. So, und wir haben, ich weiß nicht, ob das irgendwie was bedeutet, dass die jetzt so schräg sind, aber wahrscheinlich nicht. Ich mache jetzt hier einfach mal so einen Strich rein. Hier dann so einen Strich. Hier so einen Strich. Und da, jetzt bin ich aber auch mal gespannt, ob die Rätsel jetzt super schwer sind, auch noch zusätzlich, oder ob die Rätsel vergleichsweise leicht sind, weil sie halt schwerer zu finden sind überhaupt. Boah, krass, ey. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass wir hier lang gehen und auch tatsächlich so ein paar Sachen entdecken. Weil das hier, glaube ich, ist schon ziemlich sicher die Lösung für das Rätsel. Das kann kein Zufall sein. Aber damit wäre hier der Minenbereich auch eigentlich dann abgeschlossen. Interessanterweise sieht hier die Mine auch anders aus vom Boden, als in dem anderen Raum, gerade da drüben, wo wir die Kacheln aufgemalt haben. Allerdings fällt mir jetzt auch gerade auf, ich war vorm Stream nicht auf dem Klo und ich müsste jetzt langsam. Ist natürlich nicht so gut geplant. Jetzt sind wir an dem Punkt, was du schon die ganze Zeit im Blick behältst, die Umgebungsrätsel, ja. Ich hätte halt gedacht, es sind ein paar mehr Umgebungsrätsel drin, aber halt auch so Sachen wie in The Witness, dass man die halt dann auch, ich kann ja hier auch überall hinklicken, dass ich die auch hätte lösen können vielleicht, das hätte ich noch ganz cool gefunden, aber hier ist es ja wirklich eher, dass so Lösungen beziehungsweise irgendwelche anderen Bilder in der Welt versteckt sind, aber jetzt nicht wirklich, bis jetzt glaube ich zumindest, waren keine richtigen Rätsel drin. Hier so Fenster sind natürlich auch immer Potenzial für, aber streng genommen haben wir ja dann eigentlich, für diesen Bereich hier haben wir dann ja eigentlich schon unser Rätsel. Dann dürfte hier eigentlich nichts mehr sein, in der Theorie. Aber ich hatte auch eigentlich gerade schon gesagt, dass es ja eigentlich nicht so wirklich Sinn macht, sich jetzt so umzugucken, wenn ich noch gar nicht weiß, wonach ich suchen soll. Ich glaube, es macht mehr Sinn, sich aus dem Bereich, wo wir hinwollen, gleich die Rätselarten rauszuschreiben und dann in den Gebieten jeweils nach Sachen, die dazu passen könnten, Ausschau zu halten. Das ist wahrscheinlich ein bisschen klüger, nehme ich an. Von daher würde ich sagen, machen wir das mal.
Dann können wir die ersten paar schon mal prüfen, die wir jetzt gefunden haben. Und dann gucken wir, was mit dem Rest ist. Das Einzige, was ich hier jetzt noch gerne checken wollen würde, ist hier noch irgendein anderer Bereich. Aber eigentlich macht das ja auch Sinn, dass wir hier drunter ein Rätsel haben und wir haben unter dem anderen ein Rätsel. Und die müssen wir dann wahrscheinlich beide zusammensetzen, weil man die auch gut zusammensetzen kann. Oh, ich bin so gespannt, ob das jetzt wirklich stimmt, was wir hier machen. Dann hätten wir theoretisch, könnten wir dann vielleicht schon 2 bis 3 Sachen lösen. Mal gucken. Also eher 2, weil bei dem einen habe ich mir nichts notiert. Ah ne, den Baum. Den Baum habe ich ja auch noch im Verdacht. Da können wir eigentlich auch noch gleich was malen. Aber bei den Bäumen habe ich schon wieder ein bisschen die Rätselart vergessen, weil das so lang her ist. Und wir die Baumrätsel auch nicht so häufig hatten. Also wir bewegen uns jetzt hier in diesen geheimen Bereich. Eine andere große Frage ist immer noch, wie ich hierfür die Karte aktivieren kann. Das weiß ich auch noch nicht. Für die Karte an sich, also wir haben hier halt einen Knopf für jedes der 9 Areale, die es gibt. Für jeden haben wir einen Knopf. Und wir haben halt hier den Knopf für, das ist eigentlich immer ja dieser Stein für die Karte, um ein Kartenstück aufzudecken. Und normalerweise ist hier auf diesem Stein ist ja dann immer ein gewisses Symbol drauf. Vielleicht zeige ich es nochmal kurz, auch wenn wir dann wieder zurücklatschen müssen. Aber suchen wir mal eben kurz einen Kartenstein. Damit ihr vielleicht auch nochmal erinnert werdet, wie das theoretisch funktionierte. Jetzt weiß ich nur gerade gar nicht, wo der nächste Stein ist. Also ich weiß, dass hier links einer ist, aber ob das jetzt der nächste war, keine Ahnung. Naja, egal. Oh Gott, sehr weit weg. So, hier zum Beispiel. Auf diesem Stein ist dann... Ah, okay, warte mal, hier ist auch immer das Symbol drauf. Vielleicht müssen wir das auch mal gegenchecken, ob bei jedem Stein so ein Symbol drauf ist. Jedenfalls, hier ist ja auf dem Stein ist dieses Symbol drauf, wo 2 oben links und oben rechts sind jeweils so ein Kästchen abgedingst. Dann habe ich die markiert und dann wurde hier die Karte aktiviert. Das geht wahrscheinlich auch umgedreht, das kann man auch so rum machen. Und das hat dann funktioniert. So, also hier ist halt immer ein Bild drauf und das musste man dann so nachbauen. Das Problem ist jetzt halt nur, auf dem Stein, wo wir gerade eben waren, ist halt hier alles leer. Das ist einfach nur ein Kasten. Genau, das ist der Punkt, wo wir gerade stehen hier, Obi. Wir sind gerade hier. Genau. Also wichtig ist jetzt halt, dieses Symbol ist wichtig, weil das muss man dann im Rätsel nachbauen. Allerdings, eine Sache müssen wir gleich mal checken. Das könnte natürlich sein, weil wir stehen ja jetzt hier genau vor dem Stein. Und mussten das Rätsel lösen. Vielleicht ist das, was wir da machen müssen, ist noch gar nicht das Rätsel. Das eigentliche Rätsel, was sie von uns wollen. So, jetzt gehen wir nochmal probeweise, weil hier ist auch diese Spirale drauf. Jetzt müsste ich gerade mal kurz wissen, ob auf allen von diesen Map-Markern eine Spirale drauf ist. Weil dann könnte ich mir fast sogar vorstellen, dass wir alle Map-Markersteine irgendwie zusammen addieren müssen vielleicht. Jetzt muss ich nur noch einen finden. Da war doch einer. Wie kommen wir da hoch? Da rechts. Okay, da ist auch die Spirale drauf und hier ist zum Beispiel so ein Z drauf. Okay. Hm.
Also die hier, die kleinen Map-Marker sind immer 3x3. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, aber es könnte sein, dass es insgesamt 9x9 ist, ja. Das würde bedeuten, warte mal, wir machen mal... Guten Abend, Parky. Wir machen jetzt mal ein 9x9 Raster in unser Büchlein rein. Beziehungsweise ich mach mal 9 3x3 Kästchen. Dann kann ich es vielleicht noch ein bisschen besser auseinanderhalten. Ach geil, wie sich das alles gerade so ein bisschen zusammenfügt. Ich hatte echt Schiss, dass wir hier komplett auf dem Schlauch stehen und in eine Lösung gucken müssen oder so. Vorwärts zu kommen, aber wir machen ja doch ein bisschen Progress. Und das ist auch so schön entspannt gerade. Ich finde es gerade sehr entspannt. So. Das dauert jetzt leider einen Moment, weil ich hier die ganzen Kästchen... Leider ist mein Notizblock, das wäre, glaube ich, ganz nice, wenn ich einen Notizblock hätte, der kariert ist. Deswegen muss ich mir die ganzen Karos selber malen. Gibt noch keine November-Community-Belohnung? Nee, hast recht, die muss ich noch machen. Vielleicht gleich, wenn ich eh die kurze Pipi-Pause machen muss, die ich ja schon machen wollte. Wieder vergessen habe, weil wir gerade so im Momentum sind. Können wir ja auch noch schnell dieses Community-Dingens aktivieren. Aber danke für den Hinweis. Vielleicht sollte ich auch einfach nicht jedes Kästchen einzeln malen, sondern einfach das ein bisschen quick und dirty machen. Dann geht es auch schneller. So, okay, wir sind jetzt, ich habe die Vermutung, dass, Achtung, hier mein Mauszeiger, ich habe die Vermutung, dass hier die Reihenfolge schon ungefähr so stimmen könnte. Also das hier unten links, dann das links oben, also beziehungsweise links Mitte, links oben, dann Mitte oben, Mitte Mitte, Mitte unten, rechts oben, rechts Mitte, rechts unten. Das könnte ja einigermaßen hinkommen. Von daher wäre das jetzt erstmal meine Vermutung. Unten links hatten wir die beiden Ecken markiert. So, und hier haben wir jetzt, das ist nur die Frage, muss ich jetzt drauf achten? Das kann natürlich auch sein, das ist auch ein guter Gedanke, Obi, ob das mit den Symbolen übereinstimmt. Aber ich kann mir das ja einigermaßen, also das hier ist die, wie hieß es denn noch, Galerie, hieß das Galerie? Ich glaube schon, ne? Das hier ist die Galerie. So, und wir sind jetzt bei, weiß ich gar nicht, wie das heißt, das Areal. Das ist aber auch eine gute Idee, Obi, das könnte gut sein, dass das anhand der Sortierung, vielleicht ist die Sortierung aber auch identisch mit dem, was ich gerade gesagt habe. Beides nicht unwahrscheinlich. Ich nenne das jetzt einfach mal Pfade. Keine Ahnung, wie der Bereich hier tatsächlich heißt. Dann würde ich sagen, laufen wir die mal eben kurz ab. Alle neuen Kartensteine. Wenn ich sie denn finde. Wie komme ich da hin? Da muss ich, glaube ich, hier unten lang. Durch den Gang durch. Und ich glaube, dann müsste der auch hier sein, irgendwie am Rand, ja. So, das ist dann theoretisch der Punkt in der Mitte. Zumindest bei meiner Version. Da haben wir natürlich passend eine Blume. Das ergibt sogar Sinn. Das, wie hieß der Bereich hier nochmal? Garten, glaube ich. Wie hieß der Garten? Nee. Obstgarten hieß der, glaube ich, ne? Orkard. Orkard war doch, glaube ich, Obstgarten. Oder so.
Ah, ich weiß nicht mehr. Egal, wir nennen es jetzt einfach Obstgarten. So, dann Richtung Mine. Mine war hier unten. Der war auch, glaube ich, ganz unten rechts in der Ecke der Map. Ups, der Map-Marker. So, die Frage, wie kam ich da nochmal hin? Hier rüber? Nee. Nee, ich glaube, ich muss da links durchs Haus durch. Wie geht's dir, Parky? Bist du bisher gut durch die Woche gekommen? So, passenderweise ist natürlich das Symbol für unten rechts der Strich. Ist ja klar. Das Gebiet hieß, glaube ich, Mine. So, dann gehen wir mal oben zu den Bäumen, würde ich sagen. Es ist ein bisschen wie das goldene Tor in Tunic, ja. Schon hat Parallelen dazu. Nur in sehr deutlich kompakterer Form. Muss ich wieder kurz überlegen, wie ich da nochmal hinkam. Shit. Ah. So lange gespielt und ich kann mich immer noch nicht an die genauen Wege erinnern, wie ich wohin komme. So, hier müsste er aber eigentlich auch... Achso, der Stein war, glaube ich, am Strand. Wo war hier nochmal der Stein? War der hier rechts außen? Oder war der... Ich weiß nicht mehr genau, wo der war. Hier war das Ende. Achso, nee, der war versteckt. Der hier war versteckt. Und eigentlich, wenn ich gerade hier bin, könnte ich eigentlich auch noch die Äste aufmalen. Aber vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen zu faul. So, der war nämlich hier hinter, verborgen. Und der sieht aus wie ein Baum. So, das heißt, wir sind oben rechts. So, das war jetzt Garten. Okay. Da oben ging es dann noch weiter. Kann man hier raus? Nope. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Ja, wäre wahrscheinlich auch doof aufgrund des Baumrätsels. Der Ästelung. So, wo war hier? Hier war ja wahrscheinlich die Map. Achso, die war, glaube ich, da links außen am Gebirge. So, das hier ist ein Punkt. Wir sind jetzt oben in der Mitte. Also entweder natürlich ein Punkt oder invertiert einfach so ein Kreis. Das war, wie hieß denn das? Wie hieß das? Graveyard? Ich habe mir die Namen alle nicht aufgeschrieben. Wir nennen es einfach mal Friedhof. Friedhof. So, was haben wir noch? Hier kann ich mich auch nicht mehr erinnern, wo die Map war. Wo war hier die Map? Und wo war hier die Map? Da ist die Map. So, wir sind jetzt laut meiner Logik Mitte links. Okay. Und da haben wir so ein Ding. Säulen. Wie hieß denn das Ding da oben nochmal? Der Pärchenbereich.
mir die ganzen Namen nicht gemerkt. Komme ich da irgendwie hin? Ich glaube, das hier war nicht der klügste Weg, aber gut. Müssen wir mal die lange Runde gehen. Auch so einen krassen Kreis. Hier könnten wir eigentlich in die Höhle reinkommen. Ah, da ist auch der Stein. Okay, den hätte ich sonst auch nicht mehr gefunden, glaube ich. Okay, das hier ist ein Plus. Wie heißt der Gebiet? Ich weiß es nicht. Ich nenne ihn jetzt Pärchen. So, dann fehlt uns nur noch der Map-Stein für den Tempel oder wie das Ding hieß. Kuschelbuddies. Der war auch irgendwo hier im Schacht. Also der war am Strand. Am See hier unten rechts. Da. Ja, okay, aber hier sollen es ja wahrscheinlich die drei Punkte sein, weil es sind ja immer diese, ne? Ja. Machen wir mal die drei Punkte. Okay. Alle Steine markiert. Wie kommen wir jetzt am schnellsten wieder zurück? Nein. Hier komme ich. Komme ich hier noch durch? Doch, da komme ich durch. Dann muss ich, glaube ich, hier hoch. Und da durch die? Nee, ich will, glaube ich, lieber durch die Tür hier. Ein Hoch auf den Rennknopf. Die Kamera kommt nicht mehr hinterher, so schnell bin ich. Schnell wie der Blitz. Okay, aber ich würde sagen, dann, wenn wir unten angekommen sind, bevor wir das machen, gehe ich kurz auf Toilette. Und dann machen wir kurz Community Goal fertig. Und dann gucken wir mal, ob wir alles richtig gemacht haben. Aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass wir es gecheckt haben, was hier Phase ist. Sehr gut, also wirklich, da bin ich jetzt ein bisschen froh, dass ich euch nochmal gezeigt habe, wie diese Map-Steine aussehen, weil dadurch, sonst wäre ich da auch nicht drauf gekommen. Also gut, dass ihr da seid, Dankeschön. Hier kurzes Päuschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bei der ersten, na, kann ich mich wahrscheinlich nicht mehr erinnern, beziehungsweise werfe ich durcheinander mittlerweile. Das kann sein. Vielleicht habe ich die auch einfach nur nicht getrunken. So, also unser 3x3 passt auf jeden Fall. Und danke Obi fürs Testen und für die ersten Punkte fürs Community Goal. So, Pärchen stimmt. Friedhof stimmt. Baum stimmt. Blumen stimmt. Mine stimmt. Pfade stimmt. Tempel stimmt. Okay, also Obi, unser beider Handhabungen sind korrekt. Denn sie sind identisch. Sowohl die Karte, wie die Gebiete aufgebaut sind, als auch hier, wie die Knöpfe angeordnet sind, entspricht meiner und deiner Auffassung. Jetzt ist halt nur die Frage, ob das egal ist, wie wir es. Wir können ja theoretisch jede Form, die wir haben, können wir ja sowohl positiv als auch negativ darstellen. Oder ob wir irgendwie... Ja, naja, sehen wir jetzt. Die Frage ist aber, dann mache ich hier vielleicht mal doch lieber das. Weil das mehr aussieht wie so ein Haus. Vielleicht ist es aber auch falsch.
So. Nice. Was gebe ich da gerade ein? Ich gebe ein, wir haben auf der ganzen Karte haben wir immer diese Kartensteine, so genauso wie die hier auch, wie der hier auch aussieht. Gibt es für jedes der neuen Gebiete gibt's immer so einen Stein, der uns ein Stück der Karte angezeigt hat. Und wir sind jetzt alle neuen Steine nochmal abgelaufen, haben uns die Muster, die dann auf diesen Steinen eingegeben wurden, haben wir uns aufgeschrieben. Und die haben wir in der Reihenfolge sortiert sozusagen, wie die auch auf der Karte verteilt sind. Also oben links dann das eine Gebiet auch oben links hingemacht und so weiter und so fort. Und jetzt müssen wir hier wahrscheinlich, genau, okay, das war nämlich auch meine Vermutung, dass dieses Rätsel hier, weil ich weiß noch, vor ein paar Folgen habe ich schon mal ausprobiert, hier diese Spirale drauf zu malen. Sowohl positiv als auch negativ habe ich dann hier die Spirale gemalt, das hat aber nicht geklappt. Und gerade eben hatte ich ja die Vermutung, dass dieser Knopf hier noch gar nicht mit diesem Symbol zu tun hat. So, und das müsste sich ja jetzt einfach auflösen können. Und dann ist es hier unten der Zipfel, wie wir auch vermutet haben. Das letzte Kartenstück, das gefehlt hat. Gab es jetzt aber auch kein Achievement für. Schade. Naja, aber vielleicht sollte das ja auch ein bisschen helfen. So. Und jetzt haben wir noch diese neuen Dinger. Das sind eigentlich auch so ein bisschen die letzten mir bekannten tatsächlichen Rätsel, die wir noch übrig haben. Mehr weiß ich eigentlich nicht. Wenn wir das hier fertig haben und dann vielleicht nochmal das Finale machen, hoffe ich eigentlich, dass wir dann das zweite Ende triggern. Aber mal gucken. So, wir haben jetzt... Wir fangen vielleicht mal mit dem Minenrätsel an, weil das ist, glaube ich, am wahrscheinlichsten. Wir haben... Wie vorhin aufgezählt, unsere 6 Zeilen und 3 Spalten. Das stimmt schon mal mit dem überein, was wir... Das sind halt diese Dächer, die Solaranlagen auf dem Dach. Das stimmt schon mal. Und jetzt ist nur die Frage, ob ich euch auch ein bisschen erklären kann, was jetzt Phase ist. Ihr kennt ja hoffentlich noch die Symbole aus dem Minenbereich. Das sind ja diese Striche. Also wo halt einfach dann ein Strich... so ein Balken in dem Kästchen drin ist. Und theoretisch ja auch nochmal die diagonale Variante, dass so ein diagonaler Strich in dem Kästchen drin ist. Diagonale Striche habe ich jetzt nicht gesehen, aber vielleicht müssen wir sonst auch nochmal verifizieren, ob das stimmt. Ich habe Folgendes gesehen. Ich habe gesehen, dass hier ein Balken drin ist und hier. Und die sind auch beide gleichfarbig. Also das heißt, hier das, je nachdem das Symbol, was wir bauen, oben und unten muss auf jeden Fall identisch sein. Und dann habe ich noch an folgender, dann habe ich hier und hier noch einen Balken gesehen, die gleiche Farbe hatten. Das heißt, die beiden müssten auch identisch sein. Dürfen auch nicht gedreht werden. Ja. Okay. Eine Sache, die mir das auf jeden Fall schon mal sagt. Dadurch, dass der eine ja hier liegt und der andere liegt hier, deutet für mich ja darauf hin, dass wir auf jeden Fall schon mal nicht nach oben können, weil hier oben geht es nicht weiter und wir können auch nicht nach unten bauen, weil hier unten geht es nicht weiter. Das heißt, wir können eigentlich nur nach links oder rechts gehen. Wir können zum Beispiel sowas irgendwie machen. Allerdings haben wir das gleiche Problem bei dem anderen Symbol, was ja theoretisch hier und hier ist. Das könnte ja nur nach oben gehen, wenn jetzt zum Beispiel wir hier ein Ding freilassen. Und dann was irgendwie da drunter setzen. Allerdings stoßen die dann auch da an. Aber müssen wir das denn überhaupt? Ja, müssen wir schon. Okay. Es ist ein bisschen die Frage, ob ich euch das irgendwie führe, damit ihr das auch seht, was ich mache, ob ihr da, damit ihr miträtseln könnt, weil man sieht ja jetzt gerade nichts, das muss man sich ja selber vorstellen. Ob ich euch dafür irgendwas einblenden soll. Im Overlay. Jetzt habe ich leider nicht wie Lee so ein cooles Tablet hier angeschlossen, wo ich irgendwie was draufmalen kann.
Wir könnten den krassen Paint Foto, Microsoft Paint Greenscreen Trick, Trick versuchen vielleicht. Und das einblenden, aber müsste ich jetzt auch erstmal bauen. Also das Problem ist ja, wir müssen die Dinger irgendwie voneinander abtrennen. Ich darf jetzt aber nicht hier einfach auch ein Dreier-Symbol machen. Wobei doch, dürfte ich doch... Nee, dürfte ich nicht. Weil du es nicht könntest, Obi? Oder weil du jetzt so kurz vorm Finale da nicht mehr backseaten willst, sozusagen? Ach so, okay. Ah, das macht ja nichts. Wir haben zwei Probleme. Wir müssen die ja voneinander abgrenzen. Das heißt, dass die Form, die ich jetzt hier in der Reihe baue, muss ja sich irgendwie von der abgrenzen. Und das Problem ist, die hier ist links. Und hier ist er aber in der zweiten Reihe. Das heißt, es kann eigentlich nicht so weit nach rechts gehen. Also der hier darf nicht alle drei Kästchen breit sein, weil der dann hier rausgucken würde. Alles klar, Schatzi, viel Erfolg. Ansonsten kannst du auch noch was übrig lassen, ne, wenn du keinen Bock mehr hast. Ich kann ja morgen früh und im Laufe des Tages kann ich auch noch was machen. Aber nach oben können wir nur, wenn wir das andere Symbol begrenzen. Und unten, wir könnten auch nach unten, aber da müssten wir auch das andere Symbol begrenzen. Weil ich sagte ich gerade schon, theoretisch, wenn wir irgendwie sowas machen würden, dann hätten wir halt hier unseren einen Strich, hier unseren anderen Strich und dann hätten wir einfach hier zwei Striche. Aber das Problem ist, dass bei dem Strich hier ist das Symbol halt in diesem Teil drin und bei dem ist es hier drin, an der Stelle. Das wäre jetzt nur gegangen, wenn das hier auch an der Stelle gewesen wäre. Vielleicht ist es irgendwie sowas. Weil dann könnten wir das hier abgrenzen. Aber das... Nee, das geht jetzt gerade nicht, weil... Aber muss ich das denn überhaupt machen? Vielleicht so... Nee, das hier darf ich nicht machen. Achso, warte mal, hier müsste ich ja eigentlich dann... Achso, oh Gott, ey. Nee. Boah, wie fies, ey. Das ist eigentlich so ein Rätsel, ne? Das ist ein relativ überschaubares Feld. Ist nicht so riesig. Und es sind auch nur... zwei Symbole im Prinzip drin, mehr oder weniger. Aber das ist trotzdem nicht so einfach, aufgrund, wie sie einfach positioniert sind.
Und da, weil jetzt doch, weil das Feld so klein ist, ist es halt eigentlich nicht so einfach. Hier muss ich wirklich mit jedem Kästchen, glaube ich, arbeiten. Aber gefällt mir das denn hier, was ich hier habe? Kann ich denn sowas irgendwie bauen? Aber in dem Fall jetzt wäre das Symbol in der gleichen Stelle. Das wäre die gleiche Form, das würden die nicht mögen. Aber umgedreht kann ich es ja auch nicht machen, weil dann kann ich sie wieder nicht voneinander abgrenzen. Wenn wir das andersrum machen, dann wäre es auch wieder hier gleich. Aber das ist jetzt echt ein bisschen doof für euch, ne? Weil ihr gerade gar nicht wisst, was ihr machen müsst. Ich glaube, wir machen hier nochmal kurz einen Marker hin, damit ich hier eventuell schneiden kann. Und ich gucke mal eben, ob ich das schnell hingebaut kriege mit Paint irgendwie, dass ich euch einzeichnen kann, was wir eigentlich hier machen müssen, damit ihr auch ein bisschen mitdenken könnt. Okay, also, für die Leute, die auf YouTube vielleicht gerade zu gucken, ich habe mal hier was gebaut. Mit Paint und Greenscreen Magic. So, ja, damit die Zuschauer oder ihr auf YouTube das auch checkt, was wir hier eigentlich gerade vor uns haben. Also das ist das Symbol, was ich abgemalt habe. Darum, das versuchen wir jetzt eigentlich gerade irgendwie darzustellen. So, aber der Obi hat jetzt auch schon eine Lösung. Ich frage mich gerade nur, will ich Obis Lösung jetzt schon versuchen oder will ich noch kurz ein bisschen selbst überlegen? Also, wir haben auf jeden Fall oben ein Symbol. Ich meine, wir müssen ja nicht mal... Es kann theoretisch ja sogar eine Einzelform sein hier. Aber dann würden sich die beiden ja auch hier berühren. Dann kann ich hier nichts machen. Aber dann müsste es wiederum hier sein. Dann würden die sich überlappen. Ich krieg's jetzt gerade bei diesem Rätsel echt nicht so wirklich hin, was ich hier mache. Nach unten kann ich ja nicht, weil hier kann ich nicht nach unten. Ich kann bei dem eigentlich nur sagen 1, 2 oder 3. Und 3 geht eigentlich, glaube ich, auch nicht. Ich meine, wir können es mal probieren, aber... Was würden wir dann mit dem machen? Ja, eigentlich können wir nicht 3 machen, es geht eigentlich nicht. Das hier geht ja auch nicht. Wenn der hier in der Mitte ist, dann kann ich den ja nicht nach links gehen lassen, weil der hier oben dann rausgucken würde. Wenn wir hier so ein Ding hätten, so ein L auf dem Rücken. Nee, geht auch wieder nicht, weil das würde ja hier anfangen. Boah, ich krieg das einfach nicht. Wir machen jetzt einfach das, was Obi sagt. Wenn Obi das hinkriegt, so mit 50% Aufmerksamkeit und das Spiel eigentlich gar nicht mitgespielt haben, dann habe ich es auch nicht anders verdient, wenn ich selber nicht in der Lage bin, nach wie viel, wo sind wir jetzt, Teil 16? Also wir nähern uns den 32 Stunden. Genau, die Formen müssen identisch sein, aber halt nur jetzt, was ich da aufgezeichnet habe, die beiden schwarzen Formen müssen identisch sein und die beiden roten Formen müssen identisch sein. So, die oberen zwei Reihen aktiv. Nee, ich glaube dann... Oder meinst du... Ach so, du meinst... Nee. Nee, das kann aber eigentlich auch nicht sein. Dann darunter die beiden Reihen nur rechts. Und die letzten beiden Reihen Mitte und rechts.
Ist das richtig, was du mir gesagt hast? Also ist das, habe ich das richtig nachgebaut von dem, was du beschrieben hast? Aber dann, nee, das, also... Nee, es ist auf jeden Fall falsch, aber wüsste ich jetzt auch gerade nicht, wie... Also zum einen dürfen die sich, glaube ich, hier nicht berühren, weil der Unterschied ist, die sind ja jetzt auf jeden Fall nicht diagonal gezeichnet. Das sind ja die Striche, die nur gerade sind, das heißt, wir dürfen die Form nicht drehen. Und die dürfen sich deswegen eigentlich auch nicht berühren, weil nur bei den Diagonalen konnte es halt sein, dass man quasi einmal die so Form hatte und dann einmal so quasi invertiert draufgegangen. Achso, du hast das Kabel. Hast du dir das Kabel gemerkt gehabt? Okay. Aber das Kabel anzugucken könnte vielleicht trotzdem nochmal ein Hinweis sein, der mir vielleicht einen Tipp gibt. Achso, VOD, okay. Also dadurch, dass das halt keine diagonalen Striche sind, sondern die geraden, gehe ich eigentlich davon aus, dass wir so einen Wechsel machen müssen. Also quasi hier irgendwas markieren, dann invertiert lassen, dann wahrscheinlich hier irgendwie wieder abgrenzen, invertiert lassen und markieren, sowas in der Art. Aber jetzt wäre das hier auch schon wieder falsch. Also das hier hatte ich ja mal als Beispiel genannt. Das wäre jetzt so eine Lösung gewesen in der Theorie, wie ich es mir vorstellen würde. Dann wäre halt der schwarze Strich oben wäre ein Dreierbalken mit Symbol in der Mitte. Und theoretisch wäre das hier ein Dreierbalken mit Symbol links, aber das, der Fehler ist halt, dass hier der rote Strich in der Mitte ist und nicht links. Wenn der rote Strich hier in dem Ding wäre, dann würde das funktionieren, was ich hier gebaut habe, aber dem ist ja leider nicht so. Es könnte aber halt auch, wie gesagt, es könnte auch ein Einzelkästchen sein. Oh, warte mal, ein Einzelkästchen ist gar nicht so dumm. Scheiße. Ach so, nee, ach Mist, das ist ja nicht mittig. Ach, Kacke. Das ist ja links. Ich dachte, ich mache jetzt hier so ein H und hier ein invertiertes H. Und habe dann quasi so das einmal genau... Aber vielleicht ist das trotzdem eine ganz gute Herangehensweise. Der Fehler, den ich jetzt nur gemacht habe, ist, dass hier wieder das natürlich nicht in der Mitte ist. Das heißt, dieses H müsste ich ja dann hier bauen. Drei Striche hier, den ein und die drei Striche. Das ist halt das Blöde, dass dieses rote Symbol um eins versetzt ist. Aber mein ursprünglicher Gedanke war halt, dass irgendwie so, bis gleich Obi, hier irgendwie so eine Art Klammer quasi zu bauen. Aber dann würde die Klammer hier oben, würde halt eigentlich hier rausgucken. Das heißt, wir dürften eigentlich nicht so weit, wir dürften eigentlich nur sowas machen. Aber da wir bei dem auch nicht nach oben dürfen... Das eine hier, was ich gebaut habe, war irgendwie schon das Klügste, was ich bisher hinbekommen habe, würde ich behaupten. Dass wir hier irgendwie ein Zweier-Ding haben. Na, jetzt dürfen die sich hier natürlich nicht überlappen. Jetzt müsste eigentlich dann hier so sein. Auch nicht. Achso, weil jetzt hier das Ding dran ist. Ach, scheiße. Also das hier wäre korrekt. Das wäre ein Zweierbalken mit Symbol links. Das wäre auch ein Zweierbalken mit Symbol links. Das rote. Ach nee, warte mal. Das wäre ja dann hier. Ach Mann, ich habe es wieder falsch gemacht. Das Ding wäre ja dann da. Ich check halt einfach nicht, wie ich das machen soll, die beide abzugrenzen. So, wait a minute. So, das hier ist jetzt ein... Macht das denn? Geht das denn? Nee, dann krieg ich es ja immer... Ich krieg's immer an einer Seite, krieg ich es nicht hin. So, das wäre jetzt ein Zweier mit Symbol rechts. Das heißt, das hier wäre dann eigentlich auch hier. Und das wäre ein Zweier mit Symbol links. Dann wäre aber hier das Ding.
Weil dann wäre das ja automatisch schon wieder ein Dreier, aber das wäre ja eigentlich nicht so schlimm. Das kann ja ruhig hier weitergehen, so. Aber dann wäre das hier noch ein Problem. Das wäre eigentlich soweit richtig. Das Symbol und das Symbol ist identisch. Können wir noch hier versuchen, ob wir das irgendwie invertieren können vielleicht. Müssten wir den aber noch mit dazu nehmen. Was dann bedeuten würde, dass wir den auch mit dazu nehmen müssen. Aber dann haben wir hier wieder die ganze Scheiße. Das hilft ja auch nichts. Ich glaube, wir gucken uns in der Zwischenzeit nochmal das Kabel an, wie Bobi. Vielleicht kriege ich da ja doch nochmal einen Hinweis draus. Also Moment. Mann, ey, ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass die Rätsel vielleicht ein bisschen einfacher sind in dem Finalrätsel, weil man halt die Lösung hier in der Welt irgendwo finden muss. Was an sich ja schon ein bisschen schwerer ist. Aber dass ich jetzt auch noch mit dem Rätsel an sich so struggle, aber vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen, vielleicht ist es auch falsch, aber es passt natürlich schon sehr gut, ne? Was soll es sonst sein, außer diese zufällig angeordneten 3x6 Dachplatten? Okay, aber das ist jetzt im Prinzip genau das, was du mir vorgegeben hast, okay. Kriegen wir das denn irgendwie hier mit unserem Symbol verheiratet? Also ich meine, wir haben ja hoffentlich schon nicht den Fehler gemacht. Hier, das Ding ist weiß, ne? Würde ich jetzt schon sagen. Das Ding ist weiß. Das Ding hier unten ist weiß. Also die beiden müssten eigentlich nach meiner Logik zusammengehören. Und das hier ist schwarz oder ja, dann irgendwie freigelassen und der hier ist freigelassen. Die gehören also auch beide zusammen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Was macht denn die Wolke jetzt hier? Ich bin eigentlich relativ sicher, dass das stimmen müsste. Jetzt könnten wir natürlich noch den Rost analysieren. Wir könnten irgendwie analysieren, dass die nach rechts ausgerichtet sind. Versucht uns hier irgendwas anderes noch Hinweise drauf zu geben. Diese Pumpe hier zum Beispiel. Vielleicht in der Etage darunter irgendein Hinweis. Ich guck mal gerade, ob ich das hier noch ein bisschen. Kann ich das? Hätte ich das vielleicht auch einfach mit Farben machen sollen? Okay. Ich weiß nicht, ob es jetzt eigentlich besser geworden ist oder nicht, aber mich hat ein bisschen gestört, dass das transparent ist. Deswegen dachte ich, mache ich mal eine weiße Fläche dahinter. Vielleicht setzen wir sicherheitshalber nochmal einen Marker, um das für YouTube rauszuschneiden. Lee hat das halt bei sich, hat ja bei In The Witness hat sie das ja auch gemacht, aber sie hatte, war halt klüger. Und hat halt ihr Tablet angeschlossen und hat dann quasi den Screen ihres Tablets einfach abgefilmt und da dann drauf die Sachen gezeichnet, die sie gerätselt hat. Aber sowas habe ich jetzt gerade nicht parat. Stimmt, Legume hatte das auch so gemacht, ja. Aber da ich noch nie ein anderes Gerät mit Screen an meinen Stream angeschlossen habe, würde das jetzt länger dauern als hier gerade meine Do-It-Yourself-Paint-Variante. Will uns das Kabel hier dann irgendwas sagen, aber so richtig passt es halt nicht zusammen für mich.
Ich glaube, wir müssen da so drauf kommen. Hilft ja nichts. Wir müssen das doch mit gemeinsamer Brainpower müssen wir das doch hinkriegen, das Rätsel. Ich sehe schon, Parky muss gleich wieder sein Excel aufmachen. Und seine Zellen einfärben. Vor allem ist das erst Rätsel 1 von 9. Wir müssen jetzt 9 mal so schwere Rätsel machen. So, also das hier ist unsere Form. Also hier nur in hässlich. Vielleicht hätte ich einfach hier einen Screenshot von machen sollen. Schnell einen Screenshot machen und den Screenshot dann hier irgendwie einbinden und da kurz was reinmalen. Naja. Was soll's. Soll ich lieber helfen statt abwaschen? Wir haben eh nur noch eine halbe Stunde, außer wir überziehen ein bisschen. Ich bin ja schon froh, dass wir überhaupt irgendwie einen Plan haben von dem, was wir ja eigentlich machen wollen. Ich dachte halt, wir sitzen hier einfach und gucken diese Wand an und denken uns, was zum Teufel will das Spiel von uns? Also ich bin ja schon froh, dass wir überhaupt irgendwas machen können. Jetzt liegt es nur noch an uns. Die dürfen invertiert identisch sein, ja. Wir könnten hier einmal so quasi machen. Und hier, also jetzt hier, ne, oben wäre dann negativ ein Zweier-Symbol und hier unten wäre positiv ein Zweier-Symbol. Das wäre erlaubt. Problem ist halt nur, dass wir sowas, so eine Form dürfen wir halt hier jetzt zum Beispiel nicht machen mit dem roten Strich drin. Weil das würde dann ja im Umkehrschluss theoretisch so aussehen, dass der hier ist. Weil hier das rote Symbol ist in der Ecke unten. Hier ist das rote Symbol, also muss es auch hier das rote Symbol sein. Und dann würde der hier rausragen und bis hier gehen. Und hier wäre dann halt wieder offen. Hier wäre offen, hier würde es rüberragen. Deswegen würde das nicht gehen. Dann mache ich es nicht rausragend. Dann dürfte ich ja nur sowas machen. Aber dann ist ja wiederum hier offen. Dann gehört automatisch dieses Kästchen hier. Gehört dann automatisch zu dem hier dazu, zu den Zweien. Was bedeuten würde, dass wir hier unten eins hinzufügen müssen. Mach doch zu. Was mache ich zu? Wo mache ich zu? Hier offen? Ja, wenn ich das so mache, ist ja wieder zu. Und wenn ich das hier so mache, da drüber, wie? So meinst du? Dass es nur ein Einserblock ist. Das würde, also bis hierhin würde es gehen, ja. Das würde bis dahin gehen. Problem ist nur, das kriegen wir hier wahrscheinlich wieder nicht nachgebaut. Oder wir können es ja mal versuchen. Also wir könnten ja entweder so machen. Also wir müssen ja hier unser rotes Symbol müssten wir jetzt ja hier wieder nachbauen. Würde aber bedeuten, dass der hier müsste, da ist die schwarze Dinge drin. Das heißt, wir müssten hier sowas machen. Das würde sogar gehen. Warte mal, wir machen das mal invertiert. Nee, warte, wie wollte ich es jetzt machen? So. So. Ist das die Lösung? Na gut. Ich glaube, so ein Z hatten wir doch vorhin schon mal. Aber ich glaube, ich hatte ein Z nur so links horizontal, oder? Nicht senkrecht. Aber ja, wir haben jetzt hier in dem roten, unsere rote Form ist jetzt so eine Z-Form nach oben. Das haben wir hier auch. Hier haben wir auch eine Z-Form nach oben, aber invertiert. Unser schwarzer Balken ist jetzt wirklich nur ein einzelnes Kästchen, einmal hier und einmal invertiert. Und dann haben wir nur noch die anderen, die drei Kästchen, also einmal das Kästchen plus die, das hier und die zwei sind halt eigentlich nur zum Abgrenzen da, damit sich hier die Formen ergeben. Okay, ein Rätsel gelöst. Von 9.
So, dann gucken wir mal Rätsel Nummer 2 an. So, bei Rätsel Nummer 2, das ist jetzt ein bisschen doof. Jetzt könnte ich euch das wieder hier zeigen eigentlich. Aber wir machen es vielleicht mal mit Cam. Einfach. Ich habe mir hier ja zwei Sachen aufgemalt. Sollen wir das nochmal. Warte mal, wir gehen nochmal hier rein. So. Da. Also wir haben ja einmal, wo bin ich hier? Wir haben einmal das hier aufgezeichnet, das war der Steinweg. Und wir haben das hier aufgezeichnet, das war der Weg im Minenschacht. Und eine Vermutung, die ich jetzt schon habe, ist, hier seht ihr ja, dass hier so Spitzen sind. Hier ist eine Spitze. Wo ist meine Maus? Mein Stift. Hier ist eine Spitze. Und dann ist hier eine Spitze. Da habe ich halt angezeichnet, dass hier das Gras eigentlich drüber geht, über diese Kachel. Und hier ist eigentlich auch nur so ein Dreieck, weil da das Gras drüber wächst. Und ich dachte jetzt, ob wir die vielleicht aneinander setzen. Also, dass wir jetzt aber, ich habe jetzt quasi genau andersrum gezeichnet, dass wir das hier nehmen, das ganze Dingen, und das hier unten dran pappen. Jeweils unten hier und da. Oh, jetzt ist mein Fokus weg. Fokussiere. Naja, aber ihr habt's verstanden, ne? Ich würde jetzt, glaube ich, mal versuchen, das hier nachzubauen. Irgendwie. Es passt auf jeden Fall. Wir haben ja hier zwei Ecken, die nicht klappen. Achso, ihr seht das ja gerade gar nicht mehr. Ich gehe mal mit meinem Cursor. Wo ist mein Cursor? Da. Hier unten fehlen zwei Felder. Da rechts. Und hier oben links fehlt ein Feld. Und das würde eigentlich mit unserer Zeichnung hier übereinstimmen. Weil hier unten ist ja die Ecke. In der Ecke unten fehlen zwei Felder. Und hier würde auch theoretisch ein Feld frei sein. Das spricht also für unsere bisherigen Gedönsigkeiten. Von daher probieren wir das jetzt einfach mal aus. Ist jetzt nur die Frage, ob ich das hinkriege. So. So, das heißt, oben hatten wir vier. Wir gehen jetzt einfach Reihe um, würde ich sagen. Dann ging es zwei runter. Eins nach links, zwei runter, drei nach rechts, drei nach oben. So, hier müssen wir mal kurz warten, weil hier weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Dann machen wir erstmal hier wieder weiter. Hier geht es. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben nach unten, beziehungsweise eigentlich acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Jetzt habe ich mich verzählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay, bis nach ganz unten. Das macht Sinn. Dann zwei nach rechts, eins nach oben, eins nach rechts, eins nach oben, zwei nach rechts. Warte mal, ich könnte auch eigentlich gerade mal hier das Ding ausblenden. So, das, damit euch das nicht noch zusätzlich verwirrt. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier, zwei nach unten, eins nach rechts, drei nach oben, eins nach rechts, nach oben, nach links, nach oben, nach oben, nach rechts, nach oben. Und nach oben. So. Hier ist jetzt nur die Frage. Aber es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Hier war nämlich so eine Tafel davor. Vor der Ecke. Und man konnte nicht so genau sehen, ob jetzt dieses Kästchen hier markiert war oder ob dieses Kästchen, also der Weg lang führte. Aber ich mache jetzt einfach mal das hier. Okay. It's this one. Gut, das ging doch schneller. So, okay. Dann würde ich sagen, warte mal, wir können jetzt mal hier eben gucken. Soll ich mir dafür schon mal das Rätsel quasi aufmalen, damit wir danach Ausschau halten können? Weil kein gelbes Kabel abgelenkt hat. Vielleicht. Da gab es aber auch rote Kabel in dem Minenschacht, die ablenken konnten.
So, wir können ja hier auch mal die Sachen abhaken, die wir geschafft haben. Das hier hat auch funktioniert. Haben wir abgehakt. Solaranlagen haben wir abgehakt. Gut. Okay, dann schreibe ich hier schon mal auf. Wo machen wir das denn hin? Das war jetzt, wie heißt das Gebiet nochmal? Blumengarten? Oh, nee, Obstgarten war es, glaube ich. Obstgarten. So, das heißt, wir haben oben zwei Kästchen, zwei Reihen. A3 Kästchen. Und dann haben wir zwei 9er Blöcke. Und schon mal WB Schatzi und Glückwunsch zum Abschließen des Abwasches. Oder das vorzeitige Ende. So, wie sieht denn der Baumpfad aus? Sollen wir uns den auch schon aufzeichnen oder brauchen wir den eigentlich nicht? Weil beim Baum habe ich ja auch schon eine Idee. Das Einzige, woran ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann, war, wie das Baumrätsel überhaupt funktioniert hatte. Vielleicht müssen wir da auch noch mal reingucken. Aber zeichne ich das vielleicht sicherheitshalber ab schon mal? Ja, ist vielleicht besser, ne? Ach nein, es war ja doch der Garten. Obstgarten ist doch der. Ist doch das hier mit den Bäumen. So, also beim Obstgarten haben wir unten. So einen langen über drei Dinger. Dann einen kürzeren über zwei. Und nochmal einen langen über drei. So, hier haben wir dann einen, der über drei wieder geht. Dann haben wir hier einen, der über zwei geht. Und zwei, die über zwei gehen. Dann haben wir hier nochmal zwei ganz lange. So. Zweier und hier dann nochmal vier. Okay. Gut, ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf diese zwei Rätselarten und dann können wir ja weiter gucken nach anderen Sachen, weil ich glaube, von den anderen Dingern hatten wir jetzt ja noch keine, glaube ich, noch keine Tipps gesehen. Oder haben wir? Ich weiß nicht mehr. Das Tier ist auch wild. Bei dem hier habe ich auch schon ein bisschen Schiss, wo wir irgendwo so eine Säule übersehen haben. Das ist einfach gar nichts. Da ist das Ganze in quer. Und da ist auch nichts. Naja. Gucken wir mal nach den etwas einfacheren Sachen. Vielleicht schaffen wir die ja heute noch mit ein bisschen Überziehzeit. Und dann kann sich Zukunftskrabbe nach einer längeren Pause von Taichi um den Rest kümmern. Erstmal brauchen wir jetzt einen kurzen Auffrischkurs, wie nochmal die Baumrätsel funktionierten. Also, was ich auf jeden Fall mich noch erinnern kann vom Baumrätsel, ist, dass. Ich glaube, wir sind hier falsch.
glaube, ich muss hier lang gehen. Woran ich mich noch erinnern kann, ist, die ursprüngliche Vermutung war ja, dass es um die Blätter, um das Blattwerk geht, des Baumes. Aber das war ein Trugschluss. Stattdessen geht es um die Äste, die Länge der Äste. Wie lange dachtest du ursprünglich, dass Taiji geht? Ich hatte natürlich wie so oft bei How Long to Beat reingeguckt. Und ich glaube, bei How Long to Beat stand irgendwas von 12 Stunden durchspielen und 16 Stunden oder sowas für 100%. Ich weiß aber auch nicht mehr, ob die Sachen noch aktuell sind. Würde ich ja eigentlich gerade mal Interesse halber nochmal reingucken wollen. Das war natürlich ziemlich früh, da war das Spiel noch ganz, ganz frisch. Aber es ist immer noch relativ ähnlich. Main Story 10 Stunden steht hier, Main plus Extra 13 Stunden und Completion ist 19,5 Stunden. Und wir sind ja jetzt schon in Part 16, wenn man das jetzt A2 Stunden nimmt, aber wir haben auch sehr viele Folgen in der letzten Zeit überzogen mit 3 Stunden und so zum Teil. Ja. Ich bin auf jeden Fall schon über 30 Stunden laut Steam, aber da ist natürlich auch immer ein bisschen Zeit dabei, wenn ich dann nach dem Stream manchmal frühstücken gehe, dann vergesse ich das Spiel auszumachen und so, da zählt also ein bisschen was obendrauf, aber ich werde auf jeden Fall dann am Ende, wenn wir es durch haben, werde ich wieder meine ganzen VODs dann zusammenrechnen und die Zeit dann auch wieder eintragen bei Backlogged. Aber hier 20 Stunden für Completionist, also entweder bin ich halt komplett blöd, oder ich bin ja eh der Meinung, dass How Long to Beat für'n Arsch ist, was die Zeiten angeht. Dass man das, also vor allem, ich weiß nicht, ob das generell, wenn ich jetzt off-stream spielen würde, wie viel schneller ich gewesen wäre. Aber zumindest für streamende Personen, die dann halt auch mit dem Chat reden und Sachen erklären und vielleicht auch mehrfach die Rätsel erklären, kostet das natürlich Zeit oder man kann sich nicht ganz so konzentrieren, wenn man nebenbei noch mit dem Chat quatscht. Aber dass die hier 19,5 Stunden für das komplette für 100% haben und wir jetzt schon locker bei mindestens 32 Stunden sind, das ist schon wieder eine Frechheit. Aber naja, so ist es. How Long to Schnutenmel, auch abweichend, ja. Also ich glaube, ich hatte noch nie ein Spiel, wo ich mit How Long to Beat übereingestimmt habe. In der Regel würde ich halt sagen, mindestens 50% muss ich auf die How Long to Beat Zeit draufschlagen, aber das würde ja dann schon passen. Wenn die sagen 20 Stunden und ich bin jetzt bei um die 30, dann kommen wir ja ungefähr in die Filter. Also on-stream würde ich sagen 50 bis 100% muss ich an Zeit oben drauf packen. Von daher würde es da eigentlich ja einigermaßen hinhauen. So, ich wollte jetzt noch hier mal kurz gucken, wie das denn war. Es ging immer darum, welcher Astabschnitt der längste ist. Hier in dem Fall ist es der rechte, weil der Ast ist super lang. Der hier geht nur bis hier, ist relativ kurz und der ist so mittellang. Und dann geht es von da aus eigentlich weiter. Hier ist der linke lang, der rechte ist kurz, deswegen muss der linke gedönst werden, der noch nicht. Hier ist dann, achso, das ging ja bis hier. Das heißt, hier ist der rechte länger, da ist der rechte länger, da ist der linke länger. Okay, dann habe ich es, glaube ich, wieder einigermaßen drin. So. Okay. Jetzt ist nur die Frage, markiere ich das direkt? Also, hier ist unser Baumstamm, ne? Stellt euch das hier als unseren Baumstamm vor, die Treppe. Hier geht der Baum los. Und hier ist dann die erste Gabelung. So, hier wird es interessant. Soll ich euch vielleicht doch nochmal, warte mal, ich zeichne euch noch kurz im Paint. Kann ich das hier alles rückgängig machen? Jetzt machen wir es mal doch nochmal anders. Wir machen hier wieder weiß. Und da schwarz, ist das jetzt richtig? Nee, eigentlich genau wieder andersrum. Mann, kann man nicht einfach hier, man kann nicht die beide mal die gleichen Farbe haben, ey. Junge, Junge, Junge. So,
Also, wir haben hier so einen langen, hier einen etwas kürzeren. Nein. Ach, come on. Kürzeren. Hier nochmal so einen langen. Also, jetzt habe ich die Szene wieder ausgeblendet. So. Nee, warte, ich mache das von hier, damit ich es einigermaßen bündig habe. Hier mal so einen langen. So. Das ist jetzt ein bisschen ungleichmäßig, aber damit müsst ihr leben. So, hier haben wir zwei lange. Damit will ich aber nicht leben. Tja, manchmal kann man sich nicht aussuchen. Sparkle Crab. I'm glittering. This boy is on sparkling. So, das reicht ungefähr. Könnt ihr euch vorstellen. Sieht auch, glaube ich, in klein sieht es gar nicht so schlimm aus wie bei mir hier auf dem Screen. So. Das ist unsere Form. Damit arbeiten wir jetzt. Also. Wir stehen jetzt quasi da drunter, aber ihr könnt euch das ja so vorstellen, als würden wir jetzt ungefähr hier stehen. So, und wir haben jetzt drei Gabelungen. Wir haben einmal die Gabelung nach links, die Treppe hoch. Das ist jetzt hier der lange nach links. Dann haben wir hier nach rechts eine Gabelung und eine Gabelung nach oben. Und ich würde sagen, die nach oben ist auf jeden Fall die kürzeste, weil hier ist ja quasi, hier geht es ja dann schon zur nächsten. Das heißt, Mitte ist am kürzesten und wahrscheinlich ist rechts am zweitkürzesten, weil hier kommt ja dann auch schon hier splittet sich dann auch schon auf an der Stelle. Und nach links geht's so weit. Also würde ich sagen, ist hier unten in der unteren Reihe ist auf jeden Fall links der längste. So. Jetzt haben wir theoretisch zwei Stück. Während sich der eine, also wir sind jetzt, soll ich das irgendwie hier für euch oder checkt ihr das? Sonst können wir kurz so machen. So, jetzt sind wir eigentlich hier in diesem Ast drin. Aber auch, warte, nee. Naja, nee, wir sind jetzt in der zweiten Zeile von unten. Da haben wir einmal den, der so quer liegt und einmal den einen langen, weil hier kommt keine Gabelung mehr. So, der führt hier hin. Das wird also heißen, der linke ist auf jeden Fall, der hier ist länger, dieser Weg, als der hier. Würde ich jetzt sagen. Also ist der linke, der ganz lange Balken links, ist der lange, weil der ist länger als sein liegender Kollege rechts. So, und dann sind wir jetzt in der obersten, also nochmal eine Reihe höher, wo diese zwei gleich langen vertikalen Balken sind. Und von den beiden würde ich sagen, ist auch ziemlich eindeutig der rechte der längere. Das heißt, um das vielleicht nochmal hier in unserem coolen neuen Overlay darzustellen, kann ich das jetzt füllen eigentlich? So. So, das würde ich jetzt sagen, ist jetzt unser aktueller Stand. Gut, dann gehen wir in die Mitte. Da haben wir ja nur zwei Äste und jetzt ist die Frage, welcher Ast von den beiden ist länger? Okay, eindeutig der linke Ast, würde ich sagen, ist der längere. So. Okay, so und dann der rechte Ast. Der rechte Ast gabelt sich in zwei Stück. Da haben wir einmal diesen Weg hier, der geht dann auch bis zum Ende, was schon relativ lang ist.
Und dann haben wir diesen Weg hier, der gabelt sich hier auf. Das heißt, der rechte ist definitiv länger. Sehr gut, Schatzi. So, dann sind wir jetzt in der Reihe da drüber, wo die ersten zwei kleinen Kästchen sind. Da haben wir jetzt auch wieder einmal einen Weg nach rechts. Aber jetzt frage ich mich gerade, warum... Warum sind da so zwei Kästchen übereinander? Hätte sich jetzt nicht eigentlich der linke Kasten dann nochmal irgendwie aufsplitten müssen? Oder darf das Rätsel nicht so kleinteilig werden? Oder haben wir einen Fehler gemacht? So, aber hier ist ja auf jeden Fall der rechte kürzer als der linke. Und hier ist der rechte länger als der linke. Also würde ich jetzt sagen, einmal links, einmal rechts, ne? So. Sollen wir dann erst zurück? Ja, wir machen das jetzt erstmal fertig und dann laufen wir wieder hin. Jetzt hätte ich gesagt, machen wir vielleicht noch den anderen Weg, aber dann machen wir eins nach dem anderen. Das ist ein bisschen, dann muss ich auch nicht mit Paint und so rumdödeln. Wir haben ja die Zeit. Jetzt sind wir eh schon über How Long to Beat. Jetzt machen die 5-6 Stunden, die wir noch zusätzlich länger brauchen, machen jetzt auch keinen Unterschied mehr. Vor allem jetzt erstmal wieder hoffen, dass es überhaupt richtig ist, was wir gemacht haben. Oh, so ein Teleporter wäre jetzt geil, sich einfach hier hinporten können. So, Baumrätsel. Also, der hier, der hier, der hier, der hier. Der, der und der. Tada! Geilo. Nur, dass ich es genau in Paint andersrum gemacht habe, aber naja, das ist halt Paint, ne? Paint in the ass. So. Okay, sehr gut. Haben wir wieder ein Rätsel geschafft. Ist auch schon mal, ist auch Progress. Progress ist Progress. Machen wir das hier alles rückgängig. Plop, 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 plop. So. Soll ich dann vielleicht... wie rum war das jetzt wieder? Oh, falsches Werkzeug. Sorry, ich habe mich im Werkzeugkasten vergriffen. Kann man die dann hier auch irgendwie gleich groß machen? Nee, ne? Aber krass, dass hier sogar so Shift-Taste bedeutet, dass der Kasten quadratisch wird. Hätte ich jetzt Paint nicht zugetraut, dass das geht. Kann man die vielleicht sogar auch irgendwie an... Früher ging das ja immer nicht, ne? Kann man die mittlerweile anpacken, die Dinger? Nee, ne? Es ist immer nur eine Ebene und man kann da nicht irgendwie irgendwas machen. Es ist immer, man befindet sich immer auf einer Ebene. Kann die jetzt nicht duplizieren. Naja, dann dauert es noch ein bisschen. Ah, wir haben ja Zeit. Wir haben ja alle Ruhe der Welt. Problem ist nur, dass mir hier meine Form ein bisschen ausgeht. Aber reicht's noch? Knapp. Lass mich malen. So. So. Krabi außer Form. Ich würde sagen, ich bin gerade in Hochform hier. Also sowas haben wir ja bei mir on Stream noch nie gesehen. Auch so on the fly. Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. So on the fly mal eben hier so ein Ding installiert und, ne? Alles nur, das mache ich alles für euch, damit ihr mitmachen könnt. So. Das ist unsere neue Form, nach der wir jetzt suchen. Ich habe euch ja vorhin schon gezeigt, einen Bereich, den ich verdächtig finde. Jetzt bin ich mal gespannt, inwiefern sich das damit jetzt mit dieser Form, die wir da gebaut haben, deckt.
Wir müssen natürlich generell die Augen offen halten. Vielleicht finden wir die Form ja auch irgendwo anders. Aber wir gehen jetzt erstmal, glaube ich, dahin, wo ich sie vermuten würde. Oder vermutet habe vorher, bevor ich die Form kannte. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich da nochmal hin? Muss ich von oben, vom... Bin ich hier schon mal falsch? Vom Baum? Oh ne, hier bin ich auch falsch, oder? Oh nee. Mann ey. Warum sind die Wege hier so kompliziert? So, da müssen wir nämlich von... Nee, warte mal, hier bin ich immer noch falsch. Aber das hier sieht ja auch sehr verdächtig aus. Dann ist es doch das Ding hier. Kann das sein? Oder? Nee, oder doch? Du siehst verdächtig aus. Aber so richtig stimmt's mit dem auch nicht überein, ne? Passt irgendwie nicht ganz, würde ich auch sagen. Passt nicht ganz. Hier unten sind ja diese neuen komischen Kacheln. Das, ich sagen, ist es eigentlich auch nicht. Gehen wir erstmal weiter zu dem anderen. Aber vielleicht ist es auch wieder eine Kombination aus zwei Sachen. Bei dem einen Laufrätsel hatten wir ja auch gerade an zwei unterschiedlichen Stellen. Vielleicht müssen wir das hier auch irgendwie mit einem anderen... Mich hat das halt nur so verwirrt, ne? Weil hier ja auch so diese Kante drin ist. Dass hier so dieser Knick drin ist, den wir auch in unserer Form haben. Das irritierte mich gerade ein bisschen. Deswegen hatte ich gerade das Gefühl, es würde irgendwie doch passen. So, und hier haben wir theoretisch das gleiche Konstrukt, nur gespiegelt, mehr oder weniger. Kacke, komm ich... Nee, scheiße, hier komme ich gar nicht mehr hoch. Dafür müsste ich jetzt hier die Plattform umbauen, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Also hier haben wir eigentlich im Prinzip, müsst ihr euch jetzt halt vorstellen, hier die drei Kacheln, aber so nach links runter fallend. Oder beziehungsweise von links nach rechts aufsteigend. Das eigentliche Objekt, was ich ja vermutet hatte für unsere Lösung, ist ja das hier. Weil hier auf diesen Dingern aufgezeichnet, das fand ich halt verdächtig, dass hier so ein gelb-violettes Zeug an den Ästen dran ist. Halt so, wie auch hier in dem Bereich so diese Rätsel immer mit diesen Blumen. Was man jetzt halt interpretieren könnte. Ich weiß nicht, ob wir hier eine haben, die so aussieht. Aber theoretisch eine mit, Aber das hier ist halt auch irgendwie zu wenig, ne? Es passt doch irgendwie... Okay, also Anki meint quasi diese neun Rätsel von hier. Nee, Quatsch, hier sind es ja auch nur sechs Rätsel, oder? Achso, und das sind dann, meinst du, noch drei. Diese sechs plus die drei Dinger hier ergeben dann quasi die neun hier. Dann die neun Platten hier ergeben die neun. Und die sechs da oben sind das, was da oben draufgesetzt ist. Ach du Scheiße.
Also ja, passen wird es irgendwie schon. Also das könnte man schon so machen. Die Frage ist, ob wir halt immer das Symbol in der Mitte dann vielleicht verwenden. Jetzt zum Beispiel bei diesen Rätseln hier immer das nehmen, was in der Mitte steht. Also hier quasi das Symbol nehmen, daneben auch das Symbol nehmen und in dem dann keins nehmen. Hier dann auch keins. Hier würde ich dann sagen, zwei Blättchen gelb und zwei Blättchen violett. Hier kein Blättchen. Und hier dann keins. Also falls das, ich weiß ja nicht, ob das jetzt hier diese endgültige Lösung ist, die wir aktiv behalten. Das war ja das, was wir für die Tür gebaut haben, damit wir diese Tür öffnen konnten. Problem ist, glaube ich, dass ihr das gar nicht erkennt gleich, ne? Wenn ich das so klein mache, muss ich wahrscheinlich ein bisschen größer ziehen. Tja, versuchen könnten wir es mal. Ich würde sagen, wir schauen uns. Okay, wahrscheinlich ist es klüger, jetzt schon mal die Sachen aufzuzeichnen, ne? Ob wir uns noch kurz umschauen, ob wir noch was anderes finden, was weniger angsteinflößend ist, was dazu passen könnte. Aber das ist schon ein ziemlich guter. Also ich glaube schon, dass wir hier in diesem Bereich bleiben müssen, Anki. Ich glaube jetzt nicht, dass wir ein komplett anderes Areal müssen dafür. Bisher waren ja die Lösungen zu den Rätseln immer auch in dem Bereich, wo das auf der Map sozusagen ist. Ich weiß aber im Moment halt echt gar nicht, ob das überhaupt zusammenpasst. Haben wir denn irgendwo auch diese Form? Ich glaube nicht, ne? Da könnte ich mich wahrscheinlich dran erinnern, wenn wir die schon mal hatten. Ja, aber die einzige Option, die wir jetzt ja nur noch haben, ist ja unten. Also es gibt halt einmal hier diese rechts, diesen Bereich. Normalerweise könnte ich ja alle Bereiche über diese Mitte hier erreichen. Aber da wir die Mitte jetzt ja so gebaut haben, um die Tür hier zu öffnen. Wovon ich jetzt einfach hoffe, dass der Entwickler davon ausgeht, dass wir das ja hier so als Endziel quasi hatten. Weil ansonsten wäre es auch zu random irgendwie. Und ich glaube auch fast, dass die Lösung, die wir hier gemacht haben mit diesen neuen Dingern, dass das auch die einzige funktionierende Lösung ist, die es gibt, um die Tür zu öffnen. Aber das können wir vielleicht noch mal nachchecken. Weil es ging ja darum, dass hier die oben rechts und unten rechts durften ja nicht über einen Weg verbunden sein, weil sonst leuchten die nicht. Und alle anderen durften jeweils nur eine Plattform haben. Und wir haben ja insgesamt nur vier Plattformen. Das heißt, wir haben drei Plattformen, um jeweils zwei Platten zu verbinden. Und eine Plattform hatten wir dann noch, um wegzukommen. Aber nee, wir hätten auch noch andere Optionen gehabt. Shit. Wir hätten auch hier markieren können. Hier markieren. Aber das hätte die gleichen Symbole, ne? Wenn wir jetzt den Ausgang hier nach rechts hätten, dass wir von der Plattform hier rüber gehen und die zwei Plattformen miteinander verbunden wären, es sind ja hier überall die gleichen Symbole drin, immer eine aktive Blume, ein aktives Blatt, Blüte, nee, Blatt. Eventuell checkt es auch, was markiert ist, ja. Aber ich glaube, es wird keinen Unterschied machen. Wenn wir den Pfad jetzt hier nach rechts verschieben würden. Und diesen Pfad auch benutzen würden, um die zwei hier zu verbinden, dann würde die gleichen Symbole hier stehen. Und ich glaube, gibt es eine Möglichkeit, dass wir hier den Weg nach oben bauen? Ich glaube nicht.
Weil dann müssten wir hier nach oben bauen. Dann müssten wir vielleicht die zwei hier miteinander verbinden. Beziehungsweise die zwei und die zwei oder so. Nee. Das hier ist schon gelöst, ja. So, wir gucken jetzt noch einmal sicherheitshalber von unten rein. Durch den Schleichweg. Ob hier noch irgendwas Verdächtiges ist. Hier haben wir ja so ein paar komische Reihen an Gemüse. Wenn man jetzt hier seinen Kopf dreht, dann ist das auch wie das Symbol, was wir haben. Aber was würde uns das denn sagen? Nee, da macht Ankis Lösung macht schon mehr Sinn. Ich weiß nicht, ob ich das gesehen hätte, was Anki gerade da zusammengebaut hat. Okay, dann würde ich sagen, versuchen wir das mal abzuzeichnen, was wir da haben. Ich weiß aber auch nicht, ob wir das heute noch schaffen. Mal gucken. So, die Frage. Okay, nee, das kann ich ja hier eigentlich machen. So. Reicht es, wenn ich einfach nur die... Nee, muss ich das markieren? Abgezeichnet. Ah, mein Kopf, mein Nacken meine ich. Warum ist hier das Ding markiert? Was soll das? Nein. Oh, es gibt keine Vorwärtstaste. Nein. Alles kaputt. So, das heißt, also wir haben ja hier die 9. Ich würde jetzt einfach mal hier... mir es ein bisschen einfacher machen. Kontur weg und auf gelb stellen. Einfach nur, dass hier immer jeweils ein gelbes Dingen markiert ist. Ich hoffe, das reicht uns als... Reicht uns das als Dingen? Cool, das kann ich sogar noch markieren, wenn es gerade aktiv ist. Gibt keine Tasten. So. 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 Und dann noch hier. So, so, so. Okay, dann müssen wir aber hier auf jeden Fall so eine violette reinballern, damit wir wissen, hier sind alle violett komplett. Okay, weil das ist auf jeden Fall auch wichtig. Komplett. Okay. Dann back to the chopper. Nein, hier komme ich ja nicht hoch. Doch, hier komme ich hoch. So, dann sind wir Rillion. Was haben wir hier Schönes? Hier haben wir wieder ein Gelbi. So. So, hier haben wir jetzt zwei Gelbis. Nein! Mann! Mann! So, zwei Gelbis. Ein Gelbi.
Ein Gelbi. Hier wieder zwei Gelbi. Und da unten ein Gelbi. Junge, 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 das soll funktionieren. Bin ich ja mal gespannt drauf. Okay. Und das letzte. Der wahrscheinlich interessanteste und fragwürdigste Part dieses Rätsels. Also, würdet ihr meiner Theorie zustimmen, dass es um die Kachel geht, die in der Mitte ist? Oder geht es eventuell auch um die Kachel, die hier hervorgehoben ist? Naja, ich würde schon sagen, die Kachel in der Mitte, oder? Weil die Formen an sich sind, glaube ich, Quatsch. Ich würde jetzt erstmal ausgehen von der Mitte oder im zweiten dann vielleicht hervorgehoben. Ich muss aber bei hervorgehoben dazu sagen, dass wir hier im Spiel gibt es ja so eine Einstellung, dass man sagen kann, dass die Kacheln entweder, wie wir es jetzt gerade haben, hervorgehoben sind. Also auch wenn das Rätsel noch nicht gelöst ist. Dass du quasi weißt, welche Kachel die Startkachel ist. Und dass man in den Settings aber auch einstellen kann, dass man keine Startkachel sieht, dass man theoretisch anfangen kann, wo man möchte. Ich weiß nicht, ob jetzt jedes Rätsel dann auch lösbar ist, wie jetzt zum Beispiel das Rätsel hier oben. Ob man hier irgendwie dann einen Weg laufen kann, einen anderen Weg, der... so. Ja, du, nee, nee, den Weg könnte ich zum Beispiel schon mal nicht laufen. Weiß ich von hier oben. Also ich will zumindest nur darauf hinweisen, dass es eine Option gibt, die Startkachel, theoretisch nicht immer die gleiche sein muss. Aber vielleicht schon, weiß ich nicht. Aber stimmt, von den Kacheln, die wir gerade sehen, ist es immer das gleiche. So, wir sind jetzt wo? Wir sind jetzt oben links, ne? Ja. Das heißt, wir hätten hier jetzt wieder zwei Gelbis. Da hätten wir dann angeblich nix. Und hier hätten wir auch nix, nix. So, da hätten wir jeweils eine. Und dann bei dem ja theoretisch nochmal ein Zweier. Weil ich würde jetzt halt, stimmt, aber bei dem mittleren ist natürlich interessant, ne, dass sowohl die in der Mitte die Kachel als auch die hervorgehobene Kachel das gleiche Symbol haben. Interesting. Jetzt bei dem Holzgedöns würde ich halt behaupten, dass jetzt von dem Viereck jede Seite, also oben und links, sind gelb. Das heißt, zwei sind gelb und zwei sind violett. Also würde ich jetzt hier auch wieder zwei Gelbis reinmalen. Und die anderen beiden haben ja nichts, ne? Oder übersehe ich irgendwas? Übersehen wir irgendwo eine Farbe? Nee, ne? Die ist auffällig genug, würde man erkennen. Ja gut, dann würde ich sagen, versuchen wir mal damit noch unser Glück und gegebenenfalls dann nur eins. Ja, okay. Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt ist nur die Frage, mache ich euch das noch ein bisschen größer, dass ihr noch ein bisschen besser erkennt. Wir gucken gleich mal, wie groß da unsere Plattform ist, und dann mache ich das mal noch einen Ticken größer für euch.
So, wir sind hier bei den Blümchen. Okay. Das heißt, wir haben ja noch ein bisschen Platz. Da kann ich das ruhig noch ein bisschen größer machen. So. Ich hoffe, das ist für euch jetzt nicht noch verwirrender, weil jetzt die Form viel größer ist als die andere, aber gut. Oder lachst du jetzt, weil die Formen so unterschiedlich hässlich aussehen, was man vorher nicht gesehen hat, weil... Okay. Aber da wird auch ein bisschen rausgekeyt, merke ich gerade. Weil aus dem Gelb wird auch ein bisschen gegreenscreened. So, dann würde ich sagen, fangen wir mit den Violetten an, oder? Die Violetten... welche Variante von Schach? Das ist Sparschach. Blumenschach, auch gut. So, das heißt ja eigentlich, dass hier bei denen... Aber was heißt das? Was heißt das? Was heißt das? Nee, das heißt ja schon, das macht ja Sinn. Also die hier dürfen nicht markiert sein. Oh Gott, wie sollen wir das denn machen? Also das würde ja bedeuten, dass die alle markiert sein müssen. Und die beiden müssen auch markiert sein. Theoretisch. So, wenn wir den jetzt hier markieren würden, dann könnten wir den, dann sind bei ihm zwei markiert, dann freut er sich. Aber wenn der hier markiert ist... Nee, das ist ein Problem. Bei dem Blumenrätsel steigst du immer aus. Soll ich es dir nochmal erklären, oder? Sind eigentlich auch relativ einfach, finde ich, aber... Ja, manchmal stolpert man so ein bisschen über die Sachen. Please no, okay. Also das Problem ist, wenn ich jetzt den hier markieren würde, dann dürfte ich den rechts daneben nicht markieren, weil der ja sonst zwei Partner hätte. Und der hier will ja eigentlich auch zwei Markierte haben. Von daher würde ich vielleicht sogar hier in die Richtung gehen. Wahrscheinlich sogar die Richtung und die Richtung. Die zwei markieren. So, und das heißt, der will dann mit dem verbunden sein. Oder wollen die sich gegenseitig verbinden? Nee, scheiße, es geht nicht. Aber der ist ja jetzt auch noch nicht mit zwei markiert. Das heißt, wir könnten... Nee, wenn wir den aber machen... Oh, shit. Oh, ist das jetzt gemein ohne die Symbole da drin, ey. Einfach jetzt ein bisschen wie Animal Crossing Blumen züchten. Aber ohne die Symbole zu sehen, ist echt fies. Aber hier habe ich halt schon ein Problem mit dem. Würde halt bedeuten, dann müsste ich den hier noch markieren. Aber das würde doch eigentlich, würde das nicht gehen? So, wir checken mal nochmal nach. Also.
Der hier will zwei markiert haben in seiner Farbe. Hat er. Der hier will einen markiert haben in seiner Farbe. Hat er. Der hier will einen markiert haben in seiner Farbe. Hat er. Der hier will zwei in seiner Farbe. Hat er. Der hier möchte, dass alle um ihn rum anders sind. Hat er. Der möchte, dass alle um ihn anders sind. Hat er auch. Okay, also ich würde sagen, bis hierhin müsste es eigentlich stimmen. So. Das heißt, wir könnten hier wahrscheinlich auch so ein Wechselmuster machen. Der möchte noch einen für sich haben, hat er hier. Dann hat der einen. Achso, den hier habe ich noch vergessen. Aber der hat ja jetzt theoretisch auch den hier für sich. Und wenn die beiden könnten sich dann wieder gegenseitig bedienen, der hier könnte sich bedienen. Und dann wahrscheinlich so, oder? Ach nee, shit, der hier braucht zwei. Aber probieren wir es einfach so. Die beiden bedienen sich gegenseitig. Der hier hat zwei, nur der hier hat noch keine zwei. Shit. Das würde ja bedeuten, dass der in der Ecke eigentlich markiert sein muss. Aber dann hat der zwei, dann darf der nicht markiert sein und dann darf der hier eigentlich auch nicht markiert sein. Okay, das würde ja aber gehen. Yes. Puh. Ja, GG. Auf jeden Fall Anki, eine nicht zu vergessenden. Ich weiß, ich kann wieder kein Deutsch. Einen sehr beachtlichen Teil dazu beigesteuert zu diesem Rätsel. Ich übertrage mir das aber gerade noch kurz in mein Heftchen rein. Jetzt habe ich das ja nur für euch gemacht, aber in meinem Buch habe ich noch gar nichts. Ich mache das hier jetzt mal so Minesweeper-mäßig und schreibe da jetzt so Zahlen rein in die Felder. So, und jetzt machen wir mal noch die Markierung hier. Vielleicht schraffiere ich die so ein bisschen, damit ich auch die Lösung habe. Für den Fall, dass irgendwann mal meine Nichten und Neffen sagen, Onkel Krabbe, du hast doch damals Taiji geschrieben. Guck doch in mein VOD rein. Aber wir haben kein Internet. Ach so. Ja, hier, ich habe noch meine Notizen. Kann ich euch zeigen, da ist die Lösung drin. Okay. Judy, was sagst du, Schatzi? Feierabend für heute? Ja, ne? Wahrscheinlich schon. Ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem Progress, den wir gemacht haben. Wir haben in dem geheimen Gebiet das eine Rätsel beendet, was ja auch nicht gerade ohne war. Dann haben wir die Karte hier vervollständigt, was auch jetzt nicht gerade ohne war. Und wir haben schon 4 der 9 Rätsel gelöst. Und die restlichen Rätsel, die hier sind, die sind alle scheiße. Das hier kann ich mir irgendwie noch am ehesten vorstellen, dass wir hier vielleicht irgendwas finden, was diesem Muster entspricht, weil das Muster schon irgendwie ein bisschen speziell ist, auch mit diesen Doppelkästen und so. Vielleicht geht es da auch wieder um irgendeine komische Form oder irgendwas, weiß ich nicht. Wieder irgendeine Tapete oder so in dem Haus. Ist wieder irgendwie komisch. Das Ding hier bin ich mir noch nicht so sicher, wo das sein soll. Da muss ja irgendwo eine riesige Säule oder eine Schlucht oder irgendwas sein, was so sehr hochkant ist. Aber vielleicht finden wir sowas. Bei dem hier habe ich im Moment noch gar keine Ahnung.
Weil das einfach ein 0815 Raster ist, meiner Ansicht nach. Das hier weiß ich auch noch nicht so genau, aber da haben wir auf jeden Fall sehr viel mit den Grabsteinen und so, was wir noch machen können. Das kriegen wir vielleicht hin. Und hier auch, keine Ahnung. Wobei interessanterweise ist das hier identisch, ne? Nee, doch, nee, 4. Das hier ist 4 mal 7. Und das ist 5 mal 6. Naja. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Nee, das Spiel ist noch nicht vorbei. Aber wir sind, glaube ich, so sehr, 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 sehr kurz vorm Schluss. Aber das Finale, wir sind ja auf dem Weg zu 100%. Wir haben ja schon mal einmal die Credits gesehen, Syren. Aber wir sind ja auf dem Weg, das vielleicht auch 100% abzuschließen. Und wir haben hier gerade so super krass Secret und versteckt. Und wir sind quasi jetzt Rätsel, bei dem wir uns selber die Symbole suchen müssen. Also die Regeln quasi finden müssen. Ist schon ganz cool. Aber auch, ja. Auf jeden Fall das absolute Endgame vom Spiel. Hier haben wir jetzt 4 Stück, haben wir davon jetzt schon gelöst. Mit sehr viel Hirnschmalz. Aber 5 Stück warten noch auf uns. Und dann hoffe ich einfach, dass ich nichts übersehen habe. Und wenn wir die 5 fertig haben, dass wir dann auch alles fertig haben. Und dass ich nichts übersehen habe und nicht noch irgendwo versteckten Bereich ist, wieder mit 20 Rätseln oder irgendeine Tür, die ich übersehen habe oder so. Ach, mal gucken. Aber das war's denn erstmal für heute. Ich sag schon mal Tschüss an alle, die auf YouTube zu gucken. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß in dieser Folge hier mit meinem spontan Paint Gedöns. Und ja. Würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in Folge 17 mindestens noch wieder, je nachdem, wie wir da dann vorankommen. Allerdings wird es ein bisschen dauern, bis Folge 17 online geht, beziehungsweise auch je nachdem, wann ich die Folge hier hochlade. Weil, auch für die Leute, die jetzt noch auf Twitch gerade zugucken, die Streams am Samstag und Sonntag werden ausfallen. Deswegen gibt es da auch kein Taiji. Das heißt, es geht frühestens nächsten Donnerstag erst weiter. Wahrscheinlich. Ja. Dementsprechend wird auch die nächste Folge dann ein bisschen dauern. Also YouTube und Twitch wisst ihr schon mal Bescheid. Ich sag schon mal Tschüss YouTube. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.